neues Update, neuer Ladescreen und ein neues Menü und geilere Grafik, zumindest im Menü. Und mal gucken, sieht es hier auch cooler aus? Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Leute, zurück zu Aion. Mit Jonas und Lia natürlich wieder, wie immer. Hallöchen. Guck mal, da kommen sie direkt. Moment, nee, das ist hier jedenfalls mal... Ach doch, prima. Boah. Alter, als wär's... Ich hab grad eine jämmerliche Ruckelparty. Als wär's gescriptet gewesen, seid ihr hier auf mich zugelaufen. Das wäre ja richtig geil. So, und wir haben unsere obercoolen Skins immer noch. Das finde ich sehr, sehr nice. Und es wurde anscheinend gepatcht, dass die gesamte Karte aufgedeckt ist. Auch die Gebiete, die man noch nicht entdeckt hat. Finde ich spannend. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier gerade noch irgendwas entdeckt, was neu ist. Im Inventar. Ticket für eine Aussehensveränderung. Ja, wie toll. Anscheinend wurden also die Optionen für das Aussehen geändert. Mir fällt jetzt auf, wie dumm dieser komische Wegweiser hier steht. Hm? Okay. Ja, naja, gut. Okay. Ja, müsste man sich vielleicht tatsächlich nochmal geben, wie man jetzt die Charaktere verändern kann. Also ich finde, okay, mein Blick da unten ist ein bisschen strange, aber das könnte auch an der bisschen breit aussehenden Nase und den ziemlich dunklen Augenbrauen... Egal, okay. Mir sieht aus, als ob ich schiele. Okay, nee, das habe ich zum Glück nicht, aber ich gucke irgendwie ein bisschen... Ich weiß so nicht so genau. Sieht das so aus? Ich habe das Gefühl, das sieht irgendwie da unten subjektiv so aus, als wäre die Stirn viel zu hoch und die Augen viel zu weit unten. Aber okay, never mind. So, mal überlegen, was mussten wir jetzt eigentlich so tun? Und wo waren wir letztes Mal? Schon so lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir wollen nur hin. Da hinten im Moslanwald müssen wir was abgeben bei Manir. Lass mal wieder unten zu dieser Kreuzung gehen. Zur Moslan-Kreuzung. Lass mal da kurz treffen, dann gehen wir da zusammen zu dieser Quest. Ich muss irgendwas in diesem Sumpf machen, wie es aussieht. Das machen wir vielleicht einfach später. Müssen wir nochmal zum Handelshafen. Was? Achso, ja, ja, ich auch, glaube ich, für irgendwas. Ich habe es auch, glaube ich, gerade gesehen. Aber der Handelshafen ist ja blöderweise nicht hier. Also, okay, dann lass mal genau die Straße, auf der beide da steht, lass die mal runterlaufen und dann können wir bestimmt vorbei. Sollte die vielleicht ein bisschen nach links abkürzen? Oh nee. Ah, keine Ahnung. Lass die mal nach links abkürzen, ist sonst viel zu lang. Jetzt müssen wir hier den fetten Bogen laufen, das ist voll unnötig. Kann sich sparen. Das stimmt. Mal ein bisschen vor den Karnivs in Acht nehmen. Ja, genau. Das hat schon mal bei mir richtig gut funktioniert. Irgendeiner greift mich gerade an. Der da! Ja. Hallo, Mensch! Ist ja schön, dass du da bist. Vielleicht bist du nicht mehr da. Ihr habt ein ungültiges Ziel. Oh, das war schon wieder ein unglaublich langer Kampf. Oh, Moment. Ich hätte vielleicht mal ganz kurz noch freies Plündern einstellen sollen. Was ist, wenn ihr gerade mal in der Nähe seid? Bleibt mal stehen. Anscheinend bleibe ich länger auf der A-Taste, wenn ich A und D schnell hintereinander drücke. Also so nach Dead by Daylight Wiggle-Style. Sehr interessant. Also weil ich bewege mich mehr nach links, als ich mich nach rechts zurückbewege. Irgendwen interessiert mich wirklich, oder? Ist egal. Nein. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was du meinst. I don't care. So. Ach nee, ein bisschen nach links. Ah, guck mal, der Säbelzahn kann... Nee, Schwarzpfoten kann ich so das hier. Ich will auch mal was ausprobieren, warte mal. Ich hab was Cooles. Sorry, was kannst du da vorne an dem Tobsuchtskarniv-Ball probieren? Alter, die mal. Namen. Hey, du, komm zu mir. Hallo. Da, so, jetzt das ist bei mir... Ah, jetzt ruckelt's nicht mehr so. Oh, ist das schön. Oh, hallo? Ist das schön. Ach so, fuck. Ist das da? Oh. Das ist kein gültiges Ziel. Das war jetzt intelligent von mir. Na gut. Wenn man die Alt- und die Steuerung-Taste nicht auseinanderhalten kann, ne? Guck mal, lass mal noch ein bisschen was umbringen. Ja, schnetzeln! Und dann können wir uns mal wahrscheinlich bereits Richtung Bassfeld bewegen. Sag dann doch meiner. Not anymore. Warum ist denn bei denen allen nichts drin? Das kann nicht sein.
So, wir müssen hier runter. Das ist ein neues Add-on. Da darf nichts drin sein. Ja, das glaube ich auch, ne? Ja, ja, komm her, Knuddel. Da, ja, hinten. Du wirst gleich sterben, genau. Okay, ich gehe schon mal, ne? Zu Manier, dem Angler. Ich weiß nicht so genau. Irgendwie muss doch hier hinten... Da hinten ist ein See, okay. Warte mal, ich glaube, ich möchte ganz kurz zum See gehen. Ich habe löchriges Topleder bekommen. Boah, das ist ja richtig geil. Kannst du verkaufen, das war's auch schon. Das ist super okay, hä? Maniers Fähranleger. Moment, das ist ein Fähranleger? Das heißt, es müsste irgendwo hingehen. Das Problem ist, wo geht's denn da hin? Da hinten sieht das nicht aus, als würde man durchkommen. Und da ist ein Wasserfall. So. What? Ach so, wahrscheinlich zu diesem Häuschen dort hinten. Da müssen wir bestimmt auch nochmal hin, oder? Könnte ich mir so vorstellen. Vorhin habe ich jetzt nicht mitgekriegt, wo ihr hingegangen seid. Geh zu der Quest. Grauräuber oder Grabräuber? Grabräuber. Ich kann dich nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Das wissen wir. Lia sammelt schon, sammelt eine Runde Tekoma. Das habe ich mir extra verkniffen, obwohl ich das eigentlich auch machen wollte. Haha. Was für Lumbra? Lange nicht gesehen. Schön euch zu sehen, Diva. Ich angelte gerade, als mich diese Schläger bedrohten. Was kann ich für euch tun? Nee, was? Doch. Was kann ich für euch tun? Ich habe eine Nachricht für euch. Es war also doch Olenia. Was? Olenia, das arme Mädchen. Offensichtlich hat sie der Aufstieg zu Deva nicht von ihrer Schüchternheit befreit. Es ist schön, von einer alten Freundin zu hören. Ich ärgere mich schon zu lange mit diesem Abschaum herum. Super. Moment. Was? Ja. Okay. Ach so. Ist gewundert. Das ist auch anscheinend neu. Steht jetzt XP 8355 und das sind 3,53%, wie es aussieht. Interessant zu wissen. Shugo-Spiel. Ja. Das macht man immer. Achso, dafür braucht man irgendwelche Jagdtaler. Okay. Unnötig. Dafür sind wir jetzt hierher gelaufen. Wie es aussieht schon, allerdings könnten wir einfach mal am Fähranleger erstens ein paar Leute schnetzeln und zweitens, vielleicht sollten wir noch kurz auf Jonas warten, der sich da irgendwie noch mit ein bisschen Leuten schlägt. Und da hinten links befindet sich ein Häuschen und vielleicht gibt es bei diesem Häuschen irgendwas, das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Keine Ahnung, ich warte erst mal zum Fähranleger. Ja, da bin ich auch. Sonne mich auf einem Fels, abgesehen davon, dass hier keine Sonne ist. Mit aber... Flügeln. Boah, ist das super. Ja, geil, oder? Endlich mal. So, endlich mal ein fliegender Pinguin. Angreifen hier? Ja, ich wollte jetzt eigentlich... Okay. Ja, ich gehe dann schon mal rüber, ne? Ach, da gibt's... Ah, da gibt's bestimmt wieder hier den... Gibt's bestimmt einen Anführer der Leferisten, oder? Alter, wie weit gleite ich denn? Ist herrlich. Ich mache ja auch mal ein paar Leute kaputt. Jo, was geht? Kaputt machen. Bumm. Hallo? Oh, okay. Du hast mehr Leben, als ich erwartet hatte. Dafür machst du aber noch weniger Schaden, als ich erwartet hatte. Ein... Dann ist oh, gut. Geil. Ein Ledergürtel des Edelmanns. Den würde ich gerne haben. Der bringt nämlich TP. Mach das. Wait. What? Link? Teilen? Verkauf? Oh, hier kriegt man wenigstens ein bisschen Geld. Was genau? Moment. Was? Kettenstiefel des Waldes. Ausrüsten. Vorschau. Ist ja geil, Alter. Für mich. Moment. Allerdings bin ich gerade mal gespannt. Was genau ist bitteschön dieses Link? Verstärken. Ja, es ist total schwer, die hier zu besiegen. Hä? Materialplatz zur Aufhebung. Seelenbindung. Aha. Jetzt weiß ich ja... What the fuck? Was ist dieses Link? Ach so, das kopiert den Link. Ah, okay. Das ist ja auch sehr überflüssig. Aber egal. Also ich bin bei dem Haus, ja? Wir haben wahrscheinlich sehr lange an dem Update gesessen. Was? Na? Nichts. Alter! Ah, okay, das nervt. Das nervt dezent. Und wenn man jetzt einmal, also es öffnet sich ja so ein komisches Ratenmenü, wenn man einmal Linksklick auf das Item macht. Ich mache das jetzt immer quasi schon automatisch, damit dieses Glitzern weggeht, das anzeigt, dass das Item neu ist.
Jetzt öffnet sich einmal dieses Menü, das finde ich nicht gut, aber... Stofflose der Finsternis? Das ist wohl Jonas. Was wird auf meins? Wenn Jonas irgendwie halbwegs in deiner Nähe ist, was ja... Ja, die gibt's hier zweimal. Schon mal die Frage ist... Ach doch, jetzt sehe ich dich. Möglicherweise meint Aion wieder, dass ein See in der Entfernung, also dass die Entfernung über den See viel zu hoch ist, viel zu groß ist. Hallo, bleibst du? Bleibst du stehen, Alter? Kann aber nicht sein hier. Ich glaub's ja. Anderen Typen. Ich hab's schon. Kannst du es nehmen? Komm. Ja. Passen bitte. Oh cool, anscheinend bin ich tatsächlich zu weit entfernt, denn ich, ich könnte gerade nicht mal passen oder würfeln. Finde ich interessant. Finde ich doof. Also umso besser kann ich es wenigstens nicht wegnehmen wie in der letzten Folge. Oder ja, das wollte ich auch schon sagen. Oder nee, vor drei Folgen. Ja. Moment, wann waren das? Naja, jedenfalls dann. Ledergürtel des Seemanns? Ledergürtel des Seemanns? Was kann das Ding? Magiewiderstand 25 und Präzision plus 8. Gute Frage. Das ist meiner da. Keine Ahnung. Nimm ihn, wenn du willst. Ich glaube, ich brauche nicht so dringend. Magiewiderstand ist was Schönes. Ich krieg mehr Machtscherben, ne? Aha. Okay. Ich habe jetzt irgendwie 20 bekommen aus einem Typen. Und davor auch schon mal. Okay, spannend. Ich habe noch nicht eine gefunden. Ach, ich frage die ganzen gibt... Leute hier gerade, weil die ein bisschen Geld drin haben. Also dieser... What? Er hat doch ein bisschen Geld drin. Ich wollte gerade sagen... Was soll ich sagen? Achso, ja, in dem Haus hier ist übrigens tatsächlich niemand, also ist kein Anführer, das finde ich ein bisschen schade. Dafür, das finde ich ein bisschen besser, gibt es dort eine Karte, die wir, glaube ich, für irgendeine Quest nochmal brauchen. Warte mal, ich probiere mal, was passiert, wenn ich mit der Karte interagiere. Vielleicht bekommt man auch eine Quest. Achso. Wäre... Da steht hier unten schon. Okay, cool. Verdächtiges Dokument, nicht Karte. Na, daneben. Beim Dokument der Verristen. Ja. Da kann ich auch. Ja, cool. Oh, jetzt sollten wir sogar finden. Ach doch, stimmt. Ach stimmt, das brauchen wir für das. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Ja, praktisch. Warte, es ist doch, es ist doch das, was wir für eine. Also wir brauchen es tatsächlich sogar schon für eine Quest. Nicht erst später. Oh Moment, da unten steht jemand. Da unten steht Manias Onkel. Den muss ich glaube ich gleich mal fragen, was er da unten so lustiges macht. Jetzt bleib stehen, du Perser. Ja. Oh, bist so ein Feigling. Geht doch. Schon wieder keine Ahnung, wo ihr so hin seid. Seid gegrüßt, Geber. Ah, okay. Das war jetzt ein sehr, sehr ausführliches Gespräch, mein Freund. Ja, da siehst du auch gegenüber von dem, wo du warst, dieses Haus. Ja, da bin ich ja gerade. Da musst du reingehen in das Haus. Genau, geh mal in das Haus rein, Alter. Wir sind dann genau da. Guck mal hier unten. Ja, da musst du wahrscheinlich einen Moment warten, bis das Ding wieder respawnt. Ey, komm ich wieder hoch. Da, Manias Onkel. Mann, wären wir jetzt hier bei Skyrim, würde jetzt irgendwas Geiles rumliegen. So eine coole Kiste oder so. Bären. So, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt dort lang gehen, wenn ich dort jetzt reinfliegen würde, würde ich sterben. Hallo? Ja, genau. Ich würde Schaden nehmen. Ich darf hier immer nur Entschuldigung drücken. Ist das irgendwie gewollt? Ja, der ist nur Dekoration der Mensch. Ach so, nett. Ja, guckt mal da draußen. Keine Ahnung, ein See. Na, hast du das Dokument jetzt schon geholt? Ja, hab ich doch gesagt schon. Ja, das ist doch gut. Mann. Dann können wir das ja abgeben gehen. Wie fliegst du immer wieder hoch? Ich bin im... Also anscheinend... kann man über Wasser quasi endlos gleiten. Nee, ich weiß halt nicht, wie du es machst. Gar nichts drücken. Also ich habe tatsächlich überhaupt nichts gedrückt. Dann bin einfach nur... F und R kannst du hoch und runter. Ja, aber nur bei... Aber nicht beim Gleiten, sondern nur beim... Fliegen. Jedenfalls. Ja, geht weg. Keine Lust auf euch, ich kämpfe jetzt nicht mit euch, keine Lust, geht weg. So.
Ja, wobei eigentlich ist ja relativ wenig zu tun in der Altgard, eigentlich gar nichts zu tun. Wollen wir einfach nach Bassfeld gehen? Ach lol, hier ist ja tatsächlich, hier ist auch ein Handelshafen. Okay. Ich nehme meine Aussage von vor 10 Minuten wieder zurück, dass es den Handelshafen nur in Pandemonium gibt. Anscheinend gibt es den hier auch. So. Ich sammle mal ein bisschen Eisen, ne? Ich dachte, wir wollten jetzt weitergehen. Ja, aber die 3 Sekunden habt ihr doch noch, oder? 21, 22, 23. Na, das war's wohl nicht. Los! Sonst hole ich dich schon wieder umbringen. Sonst hole ich gleich einen Lieferisten und der greift dich dann an. Und? Dann kannst du nicht mehr weitersammeln. Ach, bis der hier ist, bin ich fertig. Er steht quasi direkt neben dir. Bis der hier ist, bin ich fertig. Okay, jetzt wärst du wirklich fertig, wenn ich es jetzt noch versuche, wenn ich es jetzt noch versucht hätte, deswegen. Aber nächstes Mal, glaube ich, Challenge accepted. Klappe halten. So, Jonas, dann lass mal weiter. Ja, Moment, wir haben doch immer noch diese geilen Laufschriftrollen. Lass die mal benutzen. Ich hab doch ein Geschwindigkeitsmantra. Ja, und die Schriftrollen haben wir ja trotzdem. Ich ja, und das Mantra ist... Nicht. Och man, ne. Dann nerv nicht. Lass es nicht. Dann lass es sein. Dann mach's nicht. Ich gehe mal eine Runde joggen. Hey. Ja, dann mach das. Ich werde hier trotzdem gerade angegriffen. Ja, dann tu das. Das ist meiner gewesen. Wollte dir gerade helfen? Ich habe gar nichts rausgenommen. War eh nur dünnes Rehleder drin. Rohleder meine ich. Vielleicht wollt ihr helfen oder warst du schon fertig? Ja, okay. Bis ihr hier seid, kann ich wahrscheinlich auch nochmal eine Runde Tekuma sammeln. Yay! Bisschen Assetsgewinnung leveln. Hoffe ich jedenfalls mal. Scheiße! Ist nicht geschafft. Ha! Also, nicht geschafft, fertig zu werden, bis ihr hier seid. Mist. Weil ich schaffe, glaube ich, gerade nicht mal die Assetsgewinnung, diesen, sozusagen den Skillcheck hier. Hallo? Geht doch. Check. Naja. Diesen, das mit den Leisten für Erfolg und Misserfolg halt. Nehmen wir Skillcheck. Man könnte es auch Luck-Check nennen, sozusagen. Weil im Grunde hat es ja wenig mit Skill, sondern eher mit Glück zu tun. Ah, ist ja egal. So. Kann man über diese... Ach man, diese Brücke hier. Ich würde gerne drüber laufen, anstatt drunter durch. Aber na gut. Ich glaube, das geht wohl nicht. Aber schön. Von oben hat man bestimmt einen richtig geilen Ausblick. Ui. Okay, also die Texturen der Bäume sind leider nicht schöner geworden. Nee, nicht wirklich. Also ansonsten ist so viel ist auch, also auch hier das dieses Icon, das beim Laden angezeigt wird, ist zum Beispiel auch viel, viel schöner geworden. Können ja. Kann ich mal aber so sagen. Bäume aber sehen nach wie vor grottig ja, aus. Genau, aber lass die Bäume, das ist aber schön, aber da würde hey, wahrscheinlich auch... das Spiel ist free to play, wir sollten uns nicht beschweren. Scheiß drauf. Ich freue mich trotzdem. Ich freue mich, worüber ich mich beschweren will. Nein, es ist ja schon, also für, ja, ist halt free to play, das ist in Ordnung. So, oh scheiße. So, und da sind wir jetzt auch schon in Bassfeld, oder jedenfalls gleich, Alter. Bisschen ruckeln tut's bei mir aber auch gerade, das finde ich aber ungünstig. Naja, bei mir ruckelt's auch seitdem mehr. Also es ruckelt überhaupt im Game. Mensch, das war ein schönes Örtchen hier. Schöne Ortschaft. Mit einem Alchemisten, ein paar Dörflern. Kann ja mal gucken, Häuschen. Aber die Texturen haben sich leider nicht wirklich verbessert. Nö. So, dieses Bild. Wenn ihr jetzt nicht wüsstet, dass das eine Tür ist, wüsstet ihr, dass es eine Tür ist? Also würdet ihr erraten, dass es eine Tür ist? Oder wüsstet ihr, dass es Holz ist? Redest du? Na, Holz. Also das Holz kann man schon als Holz erkennen. Ja, aber ohne Scheiß, der Türknauf, wenn man davor steht, das ist ja grauenhaft. Was? Moment. Ach so. Das da. Ja, es könnte auch ein Astloch sein.